Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie ganz recht herzlich zur Pressekonferenz anlässlich des Regionalliga-Spitzenspiels zwischen dem KFC und Viktoria Köln am heutigen Sonntagnachmittag hier in Rotenburg begrüßen. 4.827 Besucher in Rotenburg und ich denke mal ein paar hunderttausend an den Bildschirm von Sport 1 sahen das 1:1 zwischen dem KFC und Viktoria Köln. Bei mir jetzt die beiden Trainer der Mannschaften, zu meiner linken Gästetrainer Olaf Janssen, zu meiner rechten KFC-Trainer Stefan Krämer. Herr Janssen, ich darf Sie dann zunächst in Ihrem Kommentar zum heutigen Spiel bitten. Ja, vielen Dank. Erstmal hallo zusammen. Ja, zum Spiel, glaube ich, hat das Spiel das gehalten, was man sich erhofft hat. Ein absoluter Fight, wo die zwei Mannschaften unbedingt natürlich den Sieg wollten. Ich glaube, dass wir in der ersten Halbzeit eigentlich so unsere Spielstrategie ganz gut durchgebracht haben. Wenn man das Spiel einfach gesehen hat vom KFC, der weiß, mit welcher Wucht, mit welchem hohen Anlauf und Pressing sie agieren. Und dann muss ich sagen, haben wir uns immer ruhig geblieben, haben wir trotzdem unsere DNA versucht auf den Platz zu bringen, dem Gegner insgesamt wenig Torschancen gelassen, die anderen Schwierigkeiten durchzukommen. Wir selber sicherlich haben auch nicht viel gehabt in der ersten Halbzeit und von daher glaube ich, war das 0-0 okay. Nach der Halbzeit mussten wir wechseln, Mike Wunderlich und muss sagen, sind wir super ins Spiel gekommen. Waren sehr griffig, haben gute Aktionen gehabt und sind natürlich dann auch in Führung gegangen. Und auch danach, glaube ich, haben wir ein gutes Spiel gemacht und ich habe das Gefühl gehabt, dass wir das auch so fortführen könnten. Aber ich glaube, dann hat jeder auch die Qualität von Lübingen gesehen. Und da muss man natürlich sagen, dann haben wir dann unseren Gegner eingeladen. Anders kann man das sicherlich nicht bezeichnen, was wir da in der einen oder anderen Aktion gemacht haben. Das war Harakiri, ne? Wie wir die Bälle dann dem Gegner in den Fuß spielen auf unserer ersten Linie. Und das hat Lübingen natürlich ausgenutzt. Das hätte dann sicherlich durchaus noch schlimmer kommen können. Das muss man ganz offen sagen. Und einschließlich den Elfmeter, was wir auch vorher, glaube ich, im katastrophalen Schuss was einleiten. Sicherlich dann noch zum Lübinger Sieg hätte reichen können. Von daher nehmen wir das mit, dass wir den Kampf angenommen haben, dass wir wirklich insgesamt, glaube ich, einen glücklichen Punkt dann mit nach Köln nehmen. Und ich glaube, jeder, der die Tabelle liest, weiß, wie wichtig der für uns dann am Ende des Tages heute war. Dem KFC und dem Stefan wünsche ich natürlich für die beste Saison. Alles Gute. Danke. Vielen Dank, Olaf Janssen. Dann darf ich jetzt KFC-Trainer Stefan Krämer um seinen Kommentar bitten. Olaf, danke erstmal für die guten Wünsche. Hallo alle zusammen. Mit der ersten Halbzeit, zur ersten Halbzeit hat Olaf genau analysiert, was los war. Zwei unterschiedliche Pressing-Systeme haben sich mehr oder weniger egalisiert. Wir ein bisschen höher, Viktoria ein bisschen tiefer, aber beide unangenehm für den Gegner. Beide Arbeit gegen den Ball, beide Formen der Arbeit gegen den Ball haben dafür gesorgt, dass wenig Torschancen rauskamen, wenig Ballbesitz, weil es schwer war durchzukommen. Zweite Halbzeit, die ersten 5-6 Minuten waren wir nicht auf dem Platz, muss man ganz klar sagen, sind dann auch in Rückstand gekommen, weil wir ganz fahrig waren in der Situation und überhaupt nicht griffig, so wie wir es eigentlich haben wollen. Dass es nicht immer über 90 Minuten geht, das ist mir auch bewusst, was die Mannschaft dann kann und was in ihr steckt und wie sehr sie schon verinnerlicht hat, was sie hier zusammen machen wollen, hat man dann, glaube ich, gesehen, so ab der 55., 58., 60. Minute sehr, sehr gute Ballgewinne. Sehr gutes Umschalten, auch teilweise richtig, richtig gut Fußball gespielt, viele Torschancen erspielt und erkämpft, erpresst teilweise. Gut, der letzte Ball ist nicht eingegangen. Das ist sehr, sehr, sehr schade, weil ich glaube, dass wir aufgrund der zweiten Halbzeit, Olaf hat es ja auch schon gesagt, das verdient gehabt hätten, heute zu gewinnen. Aber Fakt ist auch, Fußball ist Ergebnissport. Wenn du selbst beste Chancen nicht nutzt, musst du halt auch damit leben, dass du nicht gewinnst. So ist es. Zwei Sachen sind mir noch sehr, sehr wichtig. Die erste Sache ist, ich würde mich ganz recht herzlich gerne bei den Fans bedanken, die gestern unser Abschlusstraining besucht haben. Hat der Mannschaft einen unheimlichen Push gegeben, hat riesen Spaß gemacht, dass die Jungs da waren. Und also ich finde, wir haben jetzt innerhalb von 3 Tagen 2 wirklich teilweise vernünftige Leistungen zumindest abgeliefert. Und in die Bewertung würde ich gerne auch Michael Giesinger mit dazu nehmen, der mir hier eine absolut intakte, fitte und charakterlich einwandfrei und saubere Mannschaft hinterlassen hat. Und jetzt müssen wir eben sehen, dass wir, kann man fast auf Rebay drücken, schnell und schlau regenerieren und dann morgen und übermorgen
uns auf Frühlinghausen so vorbereiten, dass wir eine gute Chance haben, da zu gewinnen. Was letztlich der Punkt wert ist für beide Teams, wird die Saison zeigen. Ich glaube, das Spiel war, keiner hat es bereut, dass er im Stadion war, und keiner wird es auch bereut haben, das Fernsehen angemacht zu haben, war Werbung für Regionalliga-Fußball. Und wer dann nachher die Nase vorn haben wird, wird noch ein spannendes Ding. Dankeschön. Vielen Dank, Stefan. Krämer, gibt es noch Fragen von Seiten der Presse? Bitte schön. Wie hat denn so die Stimmung rund ums Spiel gefallen von den Fans und so weiter? Fragen der Stimmung rund ums Spiel, wie das Stefan Krämer gefallen hat. Super, also vor der Tribüne macht es richtig Spaß zu arbeiten, muss man sagen. Also wenn die mal wach werden, alle Jungs, und die gesamte Tribüne, da ist richtig Druck im Stadion. Und wir wollen ja mit unserer Art Fußball dazu beitragen, dass die Tribüne so oft wie möglich kommt. Und heute hat es uns sehr geholfen, haben uns nach vorne gepeitscht. Klar hast du dann immer auch das Risiko, dass du vielleicht mal überdrehst und vielleicht mal in den Konter läufst. Wobei, wenn ich heute das Spiel über 90 Minuten sehe, außer dem Tor haben wir eigentlich kaum einen Torschuss zugelassen. Und das zeigt auch wieder, dass selbst wenn du 60, 70, 80 Meter weit weg vom Tor bist und hast eine Mannschaft, die kapiert, wie sie nach Ballverlust zu reagieren hat, du trotzdem gut stehen kannst und wenig Torchancen zulassen kannst. Und das ist der Fußball, auf den ich Bock habe, und ich glaube, die Leute auch. Gibt es noch weitere Fragen? Hey, Carsten und Team. Ich weiß, es ist unbeliebt, einzelne Spieler rauszuheben, aber vielleicht nur ein Wort zu Tanjo Itzurkot, der für mich überragender Mann auf dem Platz war bei uns. Defensiv vor allen Dingen. Unglaublich viele Zweikämpfe gewonnen. Frage an Tanjo Itzurkot, der für das Online-Team der Mann des Spiels war. Tanjo war im Zentrum wirklich überragend. Manchmal unterschätzt man ihn in seinem Bewegungsablauf, aber an ihm vorbeizukommen ist sehr, sehr, sehr schwer, und er hat eine unheimliche Fähigkeit, ein Spiel zu lesen, Räume zu schließen, da zu stehen, wo er sein muss. Tanjo ist auch ein super, super Typ, mit dem ich mich sehr, sehr gerne austausche, weil er auch wirklich viel über Fußball weiß und mich damit auseinandersetzt. Ist schwer nach zumindest der zweiten guten Halbzeit. Ich fand zum Beispiel auch Krempiki, was der Junge gelaufen ist und marschiert ist, ist unfassbar. Ja, wirklich unfassbar. Schade, dass er die fünfte Gelbe hat, müssen wir kompensieren. Aber so ist es halt manchmal im Fußball. Aber das Zentrum generell war heute schon sehr, sehr gut. Gibt es noch weitere Fragen? Scheint nicht der Fall zu sein, dann habe ich mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Unseren Gästen aus Köln für den weiteren Saisonverlauf alles Gute. Wir würden uns natürlich freuen, wenn wir am Ende einen Punkt mehr haben. Aber die sportliche Fairness gebietet es natürlich, euch alles Gute zu wünschen. Wirklich freuen Sie alle, hier begrüßen zu dürfen. Hier am 7.4. das nächste Heimspiel. Erstmal geht es nach Rödinghausen und dann nach Aachen. Und dann sind wir hoffentlich immer noch dabei im Führer. Bis dahin, schönen Sonntag noch. Tschüss, ihr Gast Süd.